Und hier ist eine. War eben der eine. Nee, das ist, glaube ich, doch der, den ich da eben anvisiert hatte. Ich glaube, der war okay. Nicht. Wo muss ich denn hin? Wissen wir nicht. Guck mal rechts. Warte, zur Tür. Was war's hier? Finden das ja mehr, okay. Also da ist eine Tür, da hinten kannst du durch auf jeden Fall später. Gucke ich mich aber erstmal hier um. Ja, wie gesagt, links von dir in dem Raum ist noch eine Tür. Ja, ja. Der müsste da. Ah, die sind ja so langsam. Ja, aber wenn der hinter dir steht, ist doch nicht gut. Nein, aber den sollte ich ja. Guck mal hier links in den Raum eben rein, was da drin ist. Hier sind auf jeden Fall ja Terminals. Kannst du die irgendwie eins davon benutzen? Nee. Was war das am Schrank da? Was war das? Da ist erstmal noch eine Karte. Da rechts hinter dir? Genau, hinter 180 Grad? Jawohl. Okay. Passt. wo geht's da hin? Der da ist auch zugedeckt. Oder? Da steht keiner. Wir haben es schon abgebaut. Sicherheitszugangsgenerator, den kannst du hacken. Das ist auch leer, das Büro da, oder das Ding. Guck mal auf die Karte. Okay, geh mal, kommen wir noch nicht rein. Geh mal in die Mitte in den Raum nochmal, wo der Typ drin ist. Soll ich das Ding hier aufmachen? Ja, wenn du kannst. Ja, das ist... Runter. Rechts, rechts. Oben links, ganz oben. Der hier. Keine Ahnung. Also das hier sieht mir... Nee, da geht's nicht weiter. Da guck ich mal um hier drin. Schrott. Super geiler Raum und so. Muss schon sagen, I'm mighty impressed. Okay. Ist auf dem Boden irgendwas noch? Da liegt Ethanol. Da links, Subkutan-Impfkultur oder komplette B, ja. Nee. Warum leuchtet das da rot? Keine Ahnung. Achso, das ist eine Hintergrundbeleuchtung. Okay. Weil. Nee, mehr ist aber nicht. Da kannst du wieder zurück. Geh so in den zentralen Raum. Und halt diese beiden Sachen, wo du ausschalten kannst, was auch immer das ist. Ich hab keine Ahnung. Im Zweifelsfall weckt das die Typen auf. Could very well be the case. Zählt dir denn auf der Bewegungsmelde angezeigt, der Typ? Nö. Dann ist aber der hat sich nicht mehr aktiv. Der hat sich aber auf jeden Fall bewegt. Ja, ich hab ihn auch gesehen durch die Tür, als ich reinkomme. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er auf der anderen Seite... Hier stand einer. Da stand eben einer. Okay. Vielleicht hat er sich jetzt irgendwo hingelegt oder so? Ich mache jetzt einfach mal Licht an. Meine Güte, was soll denn schon passieren? Ich glaube, da steht keiner mehr. Warte mal. Der Kopf ist halb ab, okay. Der ist auch noch halb da. Und bist du für die Androiden rechts? Für die Androiden eigentlich kein Problem ist, sage ich mal. Er hat seine Krämpfe. Alles cool. Hier, geh mal hinter den Tresen. Da kannst du erstmal Sachen holen und da kannst du dann oben das Ding an den Start bringen. Kannst du mal Taschen aber ausmachen? Ja, mach ich sofort. Nachladen und dann. Ja. Also ich guck mich erst einmal um, bevor ich das Terminal anrücke. Wobei hier ist auch nochmal so ein Ding. Die Dinger musst du einschalten oder ausschalten. Da sind halt drei Stück von da und dann geht's wahrscheinlich hier durch die Tür durch. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Genau. Nee, nicht anfassen. Ja, und jetzt gehen wir an das Terminal ran. Vielleicht erklärt das auch, was einfach hier abgegangen ist. Stimmt, vielleicht hat es. Kannst du jetzt einfach nochmal speichern oder so. Neuformatierungskammer. Spedding, ich habe ein paar leere Androiden für die Sevastopol-Verkaufsvorführung hochgeschickt. Falls Sie das noch nie getan haben, legen Sie die Androiden einfach auf die Pritsche in der Neuformatierungskammer. Über eine Verbindung mit Apollo werden die neuesten Programme installiert. Hoffentlich beißen die an, Russell. Leitender Sixen-Angestellter Ransom hier. Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal stand ein Hiwi in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden, und zwar zackig! Hm. Ich
So richtig erklärt uns das doch aber nicht. Nee, also Apollo wird halt irgendwas gemacht haben, ne? Kann sein, dass er die gerade irgendwie umschreibt oder so. Also die, ja, da ist schon da ist schon auszugehen. Die auf den Tischen liegen halt. Dass er die gerade umprogrammiert. Und die anderen vielleicht sogar ruhig gestellt, damit sie ihn nicht daran hindern können oder so. Stimmt, weil in der Theorie müssten sie ja Apollo daran hindern, ja. dass sie den Menschen was tun. Fang vielleicht mit dem hinter dir an, mit dem Ding. Ja, naja. Ist halt die echt die Frage, was hier passiert. Die rasten alle irgendwann aus, hundertprozentig. Ja, go. Ich überlege gerade, ob ich schon mal die MP-Granate in die Hand nehme. Die ist für das erste, hat die auf jeden Fall den größeren Radius als der Molotow. Mach ruhig. Aber das wird halt eh nicht mehr da sein, sobald du das halt ausgeschaltet hast. Ja, schön. Das ist eben ein Revolver in der Hand. Ja. Und ich denke, du wirst erst alle anmachen müssen. Ja. Huch. Erstmal gegen die Scheibe laufen. Das ist nicht so hilfreich. Der ist weg. Bewegungsmelder, Björn. Ja, das ist nämlich der Typ, der wandert. Der ist nämlich nach hinten gegangen jetzt. Hundertprozentig. Oder nach vorne. Na, keine Ahnung, mach halt die Dinger an. Ich will den eigentlich erst beseitigen. Ja, oder das Spiel fickt uns einfach gerade nur. Ja, aber da lag ja auf jeden Fall einer. Ja, ist nur nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Irgendwo muss der ja sein. Nee, das Spiel fickt uns. Der kann nicht weg sein. Er ist weg. Hundertprozentig ist der weg. Wo gehst du links eigentlich rein? Wo? Da. Rechts. Rechts, da. Tef, stimmt, da waren wir noch nicht drin. Das musst du eh auch an- oder ausstellen, je nachdem. Irgendeiner von denen greift dich irgendwann. Da ist von auszugehen. Biologische Gefahrenannäherungsstufe. Da geht's ja schon los. Das ist einer nur. Das ist nur einer. Sie sollten nicht hier sein. Rechts. Gut. Hopp und hopp. Ah. Noch einer? Nee. Na, den kannst du erstmal durchsuchen. Kannst du noch ein Medikit bauen? Haben wir? Müssen wir jetzt genug haben. Kannst du mal gerade heilen. So. Naja. Also du kannst auf jeden Fall alles benutzen, was wir dabei haben. Wir haben so viel Stuff im Moment. Also 7 kannst du im Nahkampf machen, wenn du es nicht verkackst. Ich frag mich, wo er hin ist. Kannst du nicht sagen. Das ist aber nicht mal der, der die Zuckungen hatte. Der stand da eben auch schon. Ja. Da liegt was auf dem Boden, Sprengkapsel, okay. Ja, du musst jetzt hier das Ding, den Apparillo neben dir betätigen. Der ist nicht mehr da. Na, welcher? So, und den letzten. Ja. Ich weiß nicht, ob du vielleicht irgendwo eine Rohrbombe oder so da vorne in den Eingangsbereich legen möchtest. Ja, möchte ich. Wir haben sowieso ja so viel. Also nicht unbedingt da, wo sie dich in die Luft springen, sondern weiter da vorne, einfach hier irgendwo. Hier würde ich sagen. Oder? Ja, oder ganz in den Eingang. Das wird mich hier auch nicht töten, und wenn zum Beispiel der da auch steht. Ne, okay. Ne, hier wird mich das auf gar keinen Fall töten, wenn die hier hochgeht. Und wenn der zum Beispiel hier links auch steht, dann. Dann. Gedruckt halten hast du, ne? Ja, habe ich. Liegt. Ja, dann Abmarsch davon. Weil ich glaube, du kannst es sogar wieder aufheben, im Zweifelsfall. Okay.
dann. Ja, der wird eh, wenn er in der Zwischensequenz kommen. Tür, Tür, Tür. Okay, alles cool. Okay. Karte. Gesicherter Apollo-Transit, ja, da wollen wir doch hin, wahrscheinlich. Zumindest Dings wollte dahin, Samuels. Ja. Also Ziel ist prinzipiell Samuels zu finden, aber der steht ja auch unten. Der wird halt bei Apollo sein. Und jetzt Licht kannst du auslassen. Licht aus. Strom ist ausgegangen. Ja. Eben war die Tür noch offen. Ja, geh doch weiter. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahren, Eindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Guck dir das an. Ich habe für sowas keine Zeit. Ach ja, ist ja auch einer. Ja, ja. Wenn er uns hier aus dem Weg räumt, easy peasy. Ich hoffe nur, dass sie ihn nicht umprogrammieren kann. Wie meinst du? Naja, er ist ja auch ein Android. Also wird er ja bestimmt auch... Wie, wen meinst du mit sie? Ja, Apollo. Apollo ist ein R. Ist ein R? Die ganze Zeit die Ansagen sind schon nur eine männliche Stimme und Apollo ist ein männlicher Name, ja. Ist ein griechischer Gott. Das ist 100 Pro ein R. Das ist die KI. Dings? Sieht ja ziemlich gut aus. Ja, das dürfte hier irgendein leitender Sixen-Angestellter sein. Du kannst mal eine neue Rohrbombe bauen, ne? Stimmt. Die wird es wahrscheinlich ein bisschen umsonst hingelegt haben, wenn wir da nicht wieder hinkommen, aber... Aber dass da gar nichts passiert. Ja, vielleicht auf dem Rückweg. Also vielleicht müssen wir nochmal irgendwann da hin. Kann natürlich sein, ja. Hoffentlich liegt unsere Bombe dann noch. Ethanol, was hatte sie noch dabei? Sensor? Ne, ja, okay. Nochmal Ethanol. Ja, liest dir mal den Rechner durch. Einmal hier vorne noch. Ja. Antwort, Pläne für heute Abend. Susanne, Liebste, ich muss unsere Verabschiedung verschieben. Es treffen Berichte über abnormales Androidenverhalten unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Mach dir um die keine Sorgen, das sind nur Vorführmodelle. Nicht mehr lang, ich werde mich um alles kümmern und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Ja, okay, dann ging wohl alles ziemlich bergab. Spedding, ich rechne damit, dass die VIP früher ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden ihrer lahmen Witze lachen. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hibis verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können sich später darüber den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, Ihre besten Leute sind an der Sache dran. Termine im Ausstellungsraum. Termine für Vorführungen im Ausstellungsraum. Freitag ist Date Night, ansonsten hat er keine Termine. Six-Mitarbeiter Rezeption, Susan Archer, Vorsitzender, Leiter der des Synthetenverbindungsbüros Spedding. Der hatte ganz gut was zu tun hier, muss man sagen. Der Spedding ist, den hatten wir ja schon, als wir im Synthetenlager waren, ne? Unten in dem Komponentenlager. Da hatten wir von ihm schon, ja, dass er sich hier für die VIPs einsetzen soll. Also der war scheinbar für den Vertrieb irgendwie zuständig. Wer ist denn das hier, der vor uns ist? Ist das Spedding oder ist das sie? Das ist nur sie. Also ist das die Vorzimmerdame, dieses Susan? Ja.
Und an seinem Schreibtisch soll aber dann der Knopf sein, dass... Ach ja, an seinen, nicht an... Ja, ja. Ja. Wir sind ja bei ihr, deswegen hatte ich gefragt, wer das von beiden... Ja, hast recht. Ist... Das sind die Vorführmodelle, die sind ja harmlos, hat er gesagt. Hat er gesagt, aber... Ja, die werden wahrscheinlich abgeschaltet sein. Einfach lang gehen. Die Tür ist zu. Karte? Karte? Okay, entkommen Sie. So müsste gleich auf jeden Fall ziemlich schief gehen. Das heißt, entweder nimmst du jetzt die MP-Mine in die Hand oder irgendwas anderes Geiles, was auf jeden Fall viel Schaden macht. Entkommen Sie klingt echt super. Ja, ja, deshalb. Irgendwas in die Hand nehmen, was die weghaut. Nein. Mit L2 zielen. Einen Ausgang. Was ja, mit einfach. L2 zielen und mit R2 dann werfen. Ja, ja, genau. Es ist doch scheißegal, wo die landet. Die macht den ganzen Raum hier platt. Du musst ja nur die Typen dann noch kaputt hauen. Aber wo ist denn dann sein Schreibtisch? Wenn das hier die Vorzimmerdame ist? Oder saß sie an seinem Schreibtisch? Ja, hier geht's nicht raus. Nee, nee. Das muss schon irgendwo hier sein. Guck dir mal an dem Schreibtisch um. Nicht, dass es doch seiner ist. Unten drunter. Und kannst du da unter den Schreibtisch drunter? Nö, okay. An der Bar irgendwas? Es bewegt sich da was, oder? Ne, bewegt sich nix. Da liegt eine Sprengkapsel auf jeden Fall. Du bist irgendwo gegengelaufen. Ja, keine Ahnung. Irgendwo muss... Ah, hier. Das ist nicht ganz am Schreibtisch, aber naja. Andere Seite wahrscheinlich noch so ein Ding an. Ah, ne, das ist offen hinten. Ist schon offen. Ja, dann go. Die werden ja keine 8 auf dich loslassen. Maximal 2. Sie haben keinen Termin. Das ist richtig. Stirb. Oder sterb nicht, geh kaputt. Du kannst von vorne auf jeden Fall besser ziehen als ich. Wie scheiß laut ist dann gerade die Musik? Ja. Das ist der Shit. Ich würde nicht hören, wenn die auch Shit. Ja, der möchte den Termin geben. Oh. Mine, Mine, Mine. Oder in die Luftverriegelung. Mach zu. Ja, das wollte ich. Kannst du dich irgendwo hier einschließen oder so? Da ist, okay, da ist zu. Ja, das ist zu. Guck dir das an. Leg da ein bisschen. Irgendwas. Rohrbombe. Tralala. Irgendwas da in jeden Fall. Go. Ja, das braucht ich brauch. Okay, guck hier schon rechts um und dann geht links rein hier. Ne, hinter dir erst umgucken. Andere Richtung. Da umgucken. Da geht's nicht raus. Nein, links davon. Nix, okay, weg hier. Links, rechts, keine Ahnung. Gucken. Da in die Mitte kannst du rein in das Ding. Ist kabuff. Sprengkapsel oder Ladungspack. Da kannst du neu verkabeln. Die machen gerade die Tür auf jeden Fall, ne? Gasumleitung. Mach mal an. Mach an. Und weg.